Team Wassermann, let's go, Leute. Zeit für euer Reading. Entschuldigung. Einige von euch könnten etwas zurückhalten. Vielleicht nicht direkt Gefühle, aber ein Interesse an einer bestimmten Person oder Situation. Es kann sein, dass ihr euch das so ein bisschen anguckt, bevor ihr sagt, was Sache ist oder bevor ihr euch in Anführungszeichen offenbart. Ja? Lasst uns gucken. Team Wassermann, Angel of Strength ist eure Karte. Vielleicht habt ihr mit einem Löwen zu tun, wie ihr sehen könnt. Haben wir direkt hier einen im Bild. Das ist eine Karte, da geht es um Stärke. Ja? Ganz klar an eure eigene Stärke zu glauben, sie wiederzufinden und vor allen Dingen, ja, Hoffnung verlieren will ich nicht sagen, sondern wirklich die Gewissheit nicht zu verlieren, dass ihr durch verschiedene Dinge durchgehen könnt und danach immer noch lebt, ja. Auf der Rückseite des Decks haben wir die Königin der Schwerter. Das ist so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Ja, die Königin der Schwerter, ihr könnt sehen, sie hat hier den Kelch weggesperrt. Das sind ihre Gefühle. Sie ist eher auf der rationalen Schiene und überlegt, möchte vielleicht etwas kommunizieren. Aber wie ihr hier seht, ist sie hat das Schwert entgegen den anderen Decks. Da sind die Glocken. Bestätigung, sie hat es quasi weggesteckt, ja, und sitzt in so einer Denkerpose da. Es kann also wirklich sehr gut sein, dass ihr überlegt, was ihr kommunizieren möchtet oder gewisse Aspekte erstmal durchdenkt, bevor ihr eine Entscheidung trefft in einer Situation. Der Narr, sechs der Stäbe. Ich höre direkt Public Recognition, okay? Einige von euch bekommen Ansehen im Außen in irgendeiner Form. Mit vier der Schwerter und den Ritter der Münzen auf der Rückseite des Decks. Also der Narr, sechs der Stäbe und vier der Schwerter. Also einige von euch, wie ich gerade schon gesagt habe, bekommen Ansehen im Außen in irgendeiner Form. Es kann auch sein, dass ihr in eine neue Ära steppt jetzt, ja, wo ihr wirklich sagt, okay, ich habe alle meine Kräfte gesammelt hier, Angel of Strength. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich beginne einen Heilungsprozess mit vier der Schwertern und das wird dann auch im Außen gesehen, ja. Mit dem Ritter der Münzen sehe ich hier, dass jemand langsam aber sicher, bewusst langsam aber sicher, seine Stabilität wieder aufbaut oder aber vielleicht für sich beschlossen hat, dass er in Zukunft eher etwas Stabiles möchte und nicht irgendwie so Netflix und Chill-Geschichten oder Freundschaften, die nur dafür gut sind, um miteinander feiern zu gehen oder hey, sollen wir heute was trinken gehen und wenn es euch aber schlecht geht oder wenn irgendwas Wichtiges ist in eurem Leben, sind diese Leute nirgendwo zu sehen, ja. Einige von euch könnten auch vielleicht, wenn ihr auf Social Media tätig seid, neue Reichweite gewinnen. Das kann definitiv auch sein. Andere von euch, und das ist aber, glaube ich, ein eher kleiner Teil, ich muss es aber trotzdem sagen, gehen vielleicht etwas naiv an eine Situation dran und haben das Gefühl, wenn sie dieses Ansehen im Außen bekommen, hilft ihnen das bei ihrer Heilung. Ja? Leute, seid nicht naiv in diesem Fall, ja, und glaubt nicht, dass irgendwas, was im Außen kommt, euch zu eurer Heilung verhilft. Alles, was eure Heilung betrifft, muss in erster Linie von innen kommen. Alles, was man im Außen sieht, ist etwas, was bei dir im Inneren vorgeht. Ja? Kann natürlich sein, dass du siehst, im Außen reagieren Leute anders auf dich. Kann definitiv sein, aber das passiert nicht, wenn nicht auch irgendwas im Inneren bei dir geschehen ist. Heißt also, wenn du Veränderungen im Außen wahrnehmen kannst, egal ob positiv oder negativ, geh in dich. Mach Innenschau und überleg, was ist in deinem Inneren los. Ja, weil das Außen ist immer nur ein Zeichen dafür, oder wenn eine Änderung im Außen ist, immer nur ein Zeichen dafür, dass es eine Änderung in deinem Inneren stattgefunden hat. Was ist denn der Narr? Einige von euch könnten Rockmusik mögen, sowas wie Metallica. Ich höre gerade einen Song in meinem Kopf, ich weiß aber nicht, von wem er ist
und ich kann auch den Text nicht, aber es ist definitiv E-Gitarre und eher Rock angehaucht. Vielleicht sind einige von euch auch in den 80ern geboren, das kann auch sehr gut sein. Oder ihr habt jemanden kennengelernt, der in diesem Zeitraum geboren ist. Einige von euch könnten Gitarre gespielt haben in ihrer Kindheit oder haben da Interesse dran. Der Narr erklärt mit drei der Kelche und hier haben wir das Ass der Stäbe. Das habe ich nämlich beim Vorschaffeln gesehen. Ja, also einige von euch könnten hier wirklich auch einen Neubeginn erleben, indem sie vielleicht neue Freunde finden oder sich mehr mit ihren Freunden beschäftigen oder eben Freunde finden, die eher zu euch passen. Ja, die nicht mehr nur dieses so, wir feiern und dann hören wir wieder 2 Monate nichts voneinander, bis wir dann das nächste Mal feiern gehen. Einige von euch werden allerdings noch mal einen Zyklus starten mit jemandem, den sie schon kennen. Ja, drei der Kelche kann auch eine Karte, besonders hier mit vier der Schwertern, kann auch eine Karte sein von Wiedervereinigung oder sich eben zu vertragen. Und dann würden die sechs der Stäbe dafür sprechen, dass das eine erfolgreiche Situation ist. Ich guck mal, ob da noch was zukommt, aber nein, die sechs der Stäbe. Mäßigkeit und der Eremit. Mit dem Ass der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ja? Das ist so die Mäßigkeit, Licht und Schatten. Sie versucht, die Dinge zu vereinigen. Und dann der Eremit, das ist Innenschau, das ist das, was ich eben betont habe, ja. Dass es wirklich wichtig ist, dass ihr schaut, was im Außen, welche Veränderung findet statt und was genau hat das mit meinem Inneren zu tun. Ja, vielleicht sind einige von euch auch einfach in letzter Zeit eher in der Lage, in die Balance zu kommen, zu verstehen, dass alles nicht für immer ist, ja, und weil ganz viele Leute haben ein Problem damit, dass sie denken, wenn sie jetzt mal gut gelaunt sind oder eine Phase von einem Hoch haben, dass das für immer bleibt, Leute. Licht und Schatten, gut und schlecht, positiv, negativ, das gehört alles zusammen, ja. Und vielleicht kommen einige von euch jetzt wirklich damit in den Einklang, dass es nicht immer nur gut läuft und auch nicht immer nur schlecht. Und diese Innenschau wird euch hier erstens zu Klarheit verhelfen. Ich glaube, wir haben, ja, seht ihr Leute, das Ass der Münzen mit den Acht der Münzen dahinter. Ganz klar hier ein Neubeginn. Und Klarheit wird hier gefunden. Und das im Umkehrschluss wird euch motivieren, hart an etwas zu arbeiten. Oder ihr arbeitet hart an euch selber. Das kann es auch sein. Vier der Schwerter erklärt mit dem Mond Unsicherheiten, Ängste vielleicht auch, die ihr in der Lage seid, und die drei der Münzen mit jetzt wieder dem Ritter der Münzen auf der Rückseite des Decks. Ihr werdet vielleicht in der Lage sein, Ängste zu heilen, die Verbindungen mit anderen Menschen betreffen. Ob das jetzt Unsicherheiten sind, wie oh, ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug, das kann sich auf alles beziehen: Beziehungen, also romantische Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, was auch immer. Ne, dass ihr da vielleicht so ein bisschen ja, Heilung betreibt, das können Bindungsängste sein. Ja? Vielleicht haben einige von euch Bindungsängste, die können sich in vielen verschiedenen Arten und Weisen ausspielen. Aber ja, ihr werdet hier in der Lage sein, das zu heilen, wenn ihr diese Innenschau betreibt und wirklich für euch integriert, dass gut und schlecht in Anführungszeichen, weil nichts ist wirklich gut und schlecht. Ja? Es gibt kein gut und schlecht. Die Dinge sind eigentlich neutral und wir kategorisieren sie als gut oder schlecht. Ja, aber das ist eigentlich Bullshit, weil es gibt in diesem Sinne eigentlich kein Schlecht. Jede Situation, in die wir kommen, die wir als schlecht empfinden, wenn ihr mal drüber nachdenkt in eurem Leben, haben euch meist in irgendeiner Art und Weise dazu verholfen, in irgendeine Richtung zu wachsen oder etwas Neues zu lernen oder etwas Neues über eure Außenwelt zu lernen oder über euch selber. Ja, und das ist im Umkehrschluss etwas Gutes. Aber wir Menschen sind schnell da drin zu sagen, ja, das ist gut und das ist schlecht. Aber das ist eigentlich Bullshit. Ritter der Münzen und dahinter der Stern. Leute, das ist eure Energie. Ja, ihr werdet hier eine gute Phase erleben oder ihr werdet zu dem kommen, was ihr euch wünscht, woran ihr gearbeitet habt. Und wir haben hier, ich habe jetzt alle drei Asse gesehen. It's giving, Leute. Ich liebe diese Energie, okay? So, Leute, ich lasse euer Reading hier kurz und knackig, aber klar gesagt. Wer gerne ein privates Reading haben möchte, wie immer, Leute, ihr findet meine Website in der Infobox. Da ist auch der Link, wenn ihr gerne dem Conscious Club beitreten möchtet. Das ist mein Mitgliederbereich hier. Oder meine Instagram-Accounts, wenn ihr mir dort gerne folgen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Bye, bye.